Willkommen zurück zu Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 4 Episode 4 und wir waren eben gerade noch im Nichts, wo wir vor einem riesigen Wirbelsturm geflohen sind, zig Millionen Mal verreckt sind, weil entweder ich den Weg nicht gesehen oder gefunden habe oder einfach das mit der Steuerung nicht hingehauen hat. Blish haben wir dabei verloren und jetzt müssen wir irgendwie Timmy klar machen und den anderen, dass wir Blish nicht da rausbringen konnten. Ja, gehen wir mal wieder in unsere Sonnenzuflucht. Ihr habt es geschafft, Kommandeur. Wir empfangen ein Signal vom Ortungsgerät. Wartet, wo ist... Ich hatte so meine Zweifel, ob der magnetische Sog des Schwerts... Gorik, es gibt da etwas, das ich euch... ...noch funktionieren würde, aber wie immer hatte Blish zu 100% recht. Ich weiß nicht... Hört mir zu. Blish warum musste... Warum ich je an ihm gezweifelt habe. Blish kann alles, was er sich vornimmt. Gorik, bitte. Hat er was gesagt? Er hat gesagt, es tut ihm leid. Aber ich habe ihn doch gerettet. Gorik, wartet! Lasst ihn doch. Da ist noch etwas. Er sagte, wir müssten aufhören, Geheimnisse voreinander zu haben. Blish, es wäre wohl an der Zeit. Kommt es raus mit Timmys Problem? Ich war noch nicht so weit, es euch zu sagen, aber mein Zustand... Jetzt kommt's raus, was wir schon alle wussten von ihr, weil sie humpelt. Es ist keine Remission mehr. Es wird schlimmer. Timmy humpelt nämlich. Schlimmer? Wie meint ihr das? Manchmal sind die Schmerzen so stark, dass ich mich kaum konzentrieren kann. Ich kann nicht sagen, wie viel Zeit ich noch habe, aber es gibt ein Ende. Blish war der Einzige, dem ich davon erzählt habe. Ich dachte, er könnte mir helfen, länger hier zu bleiben. Timmy, wenn wir gewusst hätten... Blish hat sich selbst geopfert, um uns Zeit zu geben, Kalkatorik aufzuhalten. Das ist unsere Priorität. Haltet ihr je inne? Hey, wir haben was zu erledigen! Aber ohne Urien schaffen wir das auf keinen Fall. Wir müssen sie finden! Wie denn? Sie hat uns nicht gerade eine Nachricht hinterlassen. Ich glaube, da kann ich helfen. Lol. Die Priesterin hatte recht. Ihr braucht wirklich ein besseres Sicherheitssystem. Wir haben eine Menge zu bereden. Ist es nicht so? Ziemlich. Was zum Henker? Wehe, die Episode endet jetzt. Dann ist es wieder so einer von diesen Cliffhangern. Die ich ja... Ah, nein, bitte nicht. Okay, was bekommen wir denn alles? Okay, das bekommen wir, das bekommen wir. Das Teil aus den Nebeln. Ah, Schießgeschenk von Glint. Es summt vor seltener Energie. Sonst könnte jemand daran Interesse haben. Nette Sache. Nein, es endet. Genau jetzt. Wo wir erfahren haben, was mit ihrer Humpelaktion, also was mit Timmys Humpelaktion, obwohl, muss sagen, ja. Wir haben es geschafft übrigens, wir sind durch, das habe ich mir schon ganz gedacht. Wir werden jetzt nochmal diese letzte Folge, weil die ist ja jetzt nur 4 Minuten, das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, das wusste ich jetzt nicht. Werden wir jetzt nochmal hier ein bisschen, denke ich mal, Spaß haben. Damit ihr auch voll wird, nicht ihr. Ich strecke das auf 10 Minuten. Nein, ich bin ja nicht mal mehr Partner bei YouTube. Also ich kann nicht mal Werbung schalten, Leute. Ja, momentan zumindest. Also,
strecke das hier nicht auf 10 Minuten, sondern ich würde gerne dann die Folge nicht 4 Minuten lang lassen, weil das ist ein bisschen kurz. Einerseits haben wir das mit Timey erfahren, das, was aber in der Community schon viele wussten, weil sie humpelt, ja. Ich habe am Anfang erst gedacht, so dass mit dem Humpeln, das ist so, ja, ein Design oder so, aber nein, das hatte wirklich einen Sinn. Und ich wusste es auch schon länger, dass sie quasi ein Problem hat, also dass sie quasi eine Verletzung, also nicht so eine, ne, also quasi eine Verletzung an sich hat, dass sie bald vielleicht sterben wird daran. Und der Golem, also Herr Schraddel, auch nicht ohne Grund, quasi existiert, beziehungsweise sie ihn nicht ohne Grund gebaut hat, nämlich aus dem Grund, weil sie ja halt humpelt, dass sie ein Fortbewegungsmittel hat, wo sie ein bisschen besser vorankommt. Deswegen existiert der Golem überhaupt auch erst. Ne, das ist quasi das mit Timey, das Problem. Und eventuell wird es wirklich darauf hinauslaufen, dass Timey bald nicht mehr in der Story vorkommt, weil sie sterben wird. Das wäre natürlich schade, aber das ist so von Anfang an von den Entwicklern designt worden. Und denke mal, dass... Okay, ist klar. Das werde ich gleich nochmal durchlesen. Und, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass eventuell Timey irgendwann nicht mehr da sein wird. Was sehr schade ist. Ich mag Timey nämlich sehr. Die ist total witzig und so weiter und so fort, aber... dass sie dann... vielleicht... Und das war ja auch noch so ein Ding... mein Kumpel irgendwie so eine Theorie angerissen hat. Timey mag ja, war ja sehr, sehr, sehr angetan davon, dass Blish sich so quasi in so einen Golem reintransferiert hat und da weiterlebt. Eventuell macht das Timey vielleicht auch. Das heißt also, wir werden vielleicht ihn nicht komplett verlieren, sondern wir werden dann einfach nochmal einen Blish 2.0 haben. Als Timey quasi. Das könnte natürlich passieren. Ansonsten, ja, wird Timey dann nicht mehr existieren. Vielleicht. Vielleicht wird sie ja das auch heilen, aber ich denke mal nicht, dass sie das hinkriegt. Denn ich glaube, da war mal die Rede von, dass es eine unheilbare Krankheit ist, die sie da hat. Ja. Gut, gucken wir jetzt erstmal, was hier mit dem... Hier wird es Sandzuflucht gerücht. Tritt nach Erhalt in Kraft. Das heißt, eine Ägypter Rüstungsschmiedin, die in Jokos Diensten stand, habe Unterschlupf in der Sonnenzuflucht gefunden. Gut. Stimmt. Wenn wir jetzt die Story abschließen, bekommen wir, glaube ich, auch Zugriff auf diese Upgrade-Rüstung, ne? Die ich gerne... Ja, ich finde schon cool, weil sie hat so ein cooles Design. Würde ich schon gerne haben. Das mit der Upgrade-Rüstung. Dann nehmen wir das mal an. Ja, das haben wir hier. Konvergenz des Kummers eingeschaltet. Das ist... die Achievement-Reihe, die erste Achievement-Reihe, glaube ich, zwei davon, um halt diese Upgrade-Rüstung zu bekommen. Was müssen wir da tun? Okay, wir müssen wahrscheinlich hier nicht... Ja, genau, wir müssen keine Achievements selber lösen, sondern wir müssen quasi Schritte in dem Achievement machen. Es kommt auch manchmal vor, dass wir quasi so... Dass es ein Achievement ist, was ein Sammel-Achievement ist, wo dann verschiedene Achievements reinzählen, aber das ist quasi ein Achievement für sich. Das würde ich gerne machen, das würde ich gerne... Ich würde gerne die Upgrade-Rüstung haben. Markiere ich mir mal. So. Dann haben wir natürlich noch einen Beherrschungspunkt. Ja, und dann haben wir noch das Ding mit Caves. Da ist natürlich auch noch die Frage, das wird sie wahrscheinlich in der nächsten Episode lösen. Was ist mit ihr? Sie taucht jetzt auf einmal wieder auf. Sie hat ja damals das Ei von Irene mitgenommen und wir sind hinterher, weil es ja nicht für sie bestimmt war, sondern für uns. Und sie hat noch viel zu erklären, weil Case, ich sag mal so, seit HOT haben wir nichts mehr von ihr gehört.
Und eventuell wird sie auch noch mal ein paar Geschichten von Treuhörn erzählen. Also im Endeffekt, das kann auch noch mal ganz spannend werden. Also das ist ein ziemlich harter Cliffhanger, den wir jetzt hier haben. Aber gefällt mir. Ich mag sowas. Mal wieder so richtig schön spekulieren. Und sich auf die nächste Episode freuen. Gut, genug gelabert. Jetzt werden die noch mal ein bisschen labern und dann werden wir uns noch mal ein bisschen mappen, umsehen. Ein bisschen was machen. Vielleicht schon mal ein bisschen von dem Achievement machen. Und dann, ja, mal sehen. Ich habe noch genug Energie, um gegen Kaikatoi zu kämpfen. Bitte, lasst mich einfach helfen. Vergesst das jetzt mal. Ihr habt euch um so vieles gekümmert. Ich möchte für euch da sein. Oh. Ich muss einfach ständig an Blish denken. Er kam mir so unbesiegbar vor. Endlich hatte ich ihn wieder. Für immer. Und jetzt? Er hätte ewig leben können in diesem Golem-Körper. Wie konnte er das einfach wegwerfen? Achso, das ist quasi das, was er als letztes erzählt hat. Er hat euch gern gehabt. Euer Leben war kostbar für ihn, egal wie lang. Er entschloss sich, einer Menge Leute zu helfen. Um jeden Preis. Sein Leben hat einen Sinn. Sein Tod hat einen Sinn. Das ist etwas Großes, nicht wahr? Ich hoffe nur, ich bekomme eine solche Chance. Oh, Tammy war sentimental. Kennt man gar nicht von ihr so. So, Bram. Hey, ich weiß, ihr grämt euch schrecklich wegen Blish. Aber er hat sein Leben gegeben, um die Welt zu retten. Wir sollten froh darüber sein. Es ist wie das, was die Olmakan sagen. Die Erinnerung an ihn ist unser Leitstern. Title Drop. Und wen haben wir hier noch? Ach, Saphira. Es tut mir leid um euren Freund. Er hat eine noble Entscheidung getroffen. Ihr solltet trauern, ja. Aber seid stolz auf ihn. In meiner Priesterschaft entzünden wir ein Feuer und halten es zu Ehren der Gefallenen 6 Tage am Brennen. Wenn ihr wollt, könnte ich... Das wäre schön. Wenn ihr irgendetwas braucht, dann sagt es mir. Darf ich euch etwas über eure Vergangenheit fragen? Nein, das dürft ihr nicht. Nee, dann nicht. Das war's schon. Wie geil. Darf ich fragen? Nein. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, haben wir... Okay, dann müsste ich wahrscheinlich dann nochmal in die Sonnenzuflucht und dann gucken, dass er aus den Nebeln, irgendwer will das haben. Ja, ansonsten gibt es halt noch die Sache mit dem Achievement. Das werde ich aber natürlich nicht komplett aufnehmen. Aber mal sehen, ob ich da vielleicht jetzt in den wenigen Minuten, die ich jetzt noch Zeit habe, in der Aufnahme, etwas vielleicht schon mir ergattere. Weil ich ansonsten einfach auf Guild News dann einfach einen Guide ansehe und dann mache ich das Typ, wenn einfach ja. Das ist aber jetzt hier ein bisschen doof, weil dann muss ich immer die ganze Zeit raustappen. Ich habe keine 2 Bildschirme und das ist so ein bisschen... Achso. Und das ist so ein bisschen dann... Ja. Nicht so ganz toll. Was müssen wir denn machen? Findet die erweckten Rüstungsschmiede in der... Oh, das ist... Das ist simpel. Das können wir sogar noch machen. Das, denke ich mal, wird nicht so schwer sein. Wir müssen einfach nur wieder in unsere Instanz rein. Die werden uns wahrscheinlich auch ein bisschen was von dieser Sache dann erzählen, was wir dann hier haben. Wegen der Rüstung. Und ja, es ist keine Housing-Zone hier drin übrigens, ne? Für die, die das Gerücht geglaubt haben, was eigentlich schon von Anfang an klar war, dass es keine Housing-Zone sein wird. Es ist keine Housing-Zone. Man kann hier nichts hinstellen und seine eigene Instanz hier bearbeiten. Das geht nicht. Eine Rüstungsschmiede müssen wir hier finden. Ist das die da hinten, die da noch als einziges aufleuchtet? Wird da ein Kaufmann? Sammlung verfügbar. Ich denke mal, das wird die da sein, ne? Oder? Lass mich in Ruhe.
Wird gemacht. Es vergeht nicht ein Tag, an dem ich nicht an euch denke. Solange ich durchhalte, werde ich die Erinnerung an euch bewahren. Reisende werden meine Monumente sehen. Sie werden fragen, wer ist Zor? Er wird vermisst. Er wurde geliebt. Kann ich nochmal mit ihr sprechen? Die hat immer noch so ein Symbol beim Kopf. Was mir hier nur mitgemacht, okay. Nee, aber genau die war das. Jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen was von dem Achievement gemacht. Was wäre dann das nächste? Findet Zors Monument. Hinweis, findet einen der Monumente der Rüstungsschmieden in Yahai. Ja, Monumente, wo auch immer die sein kann. Ich kann ja mal... Ich kann ja mal gucken. Und, Guild News. Werbung für Guild News. Ha! Nein. Einfach nur eine Seite, die halt Guides perfekt hier. Mobile Seite ist echt. Die lädt einfach nicht. Also die Seite Guild News ist schon toll. Nur die ist einfach total scheiße programmiert. Vor allen Dingen auf dem Mobile-Bereich. Ach, da ist diese. Ach, da ist das, okay. Guides. Sag mal, du sollst Guides öffnen, nicht. Wo haben wir das? Erfolge. Chronik. Lebendige Welt 4. Unser Leitstern, der große Guide. Da haben wir es doch. Dann möchte ich Sonnenzuflucht. Und dann möchte ich... Die Seite ist echt krepel, ne? Amira Konvergenz des Kummers 1. Da haben wir es doch. Was haben wir? Nummer 1. Nummer 2 ist dann unleserliche Worte, ne? Genau. Guck mal, wo das ist. Das Anzeigen des Bildes. Oh doch, das funktioniert hier doch gut. Ich hab schon gedacht, das funktioniert hier nicht. Zoom funktioniert hier nicht. Da. Okay. Eventuell weiß ich, wo es ist. So, ich muss das kurz hier meinen Eimer wieder connecten. Eventuell weiß ich, wo es ist, deswegen können wir nochmal die unleserlichen Worte nochmal kurz machen. Und dann war es das auch. An sich muss ich sagen, das war bis jetzt, ehrlich gesagt, die geilste Episode, die Arena Net rausgehauen hat. Also es war ja mal richtig geil. Mit coolen Momenten. Taimis Krankheit wurde revealed, obwohl es eigentlich schon ziemlich lange klar war und bekannt war. Irgendwo hier, irgendwo hier, ups. So, da so, irgendwo hier so sollte es sein. Und ja, gefällt mir. Dass wir keinen epischen Endkampf am Ende hatten. Ja, ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass wir schon einen mittendrin hatten. Aber ich war trotzdem zufrieden. Ich bin trotzdem zufrieden. Und freue mich schon auf die nächste. Mit diesem Monument scheint jemand überhaupt nicht einverstanden gewesen zu sein. Das sollte ich näher untersuchen. Ja, da haben wir das gehabt. Das ist dieses Monument. Mal gucken, ob uns der nächste Tipp theoretisch schon hinweist zur Zerstörung der Monumente. Guck mal. Kann man das jetzt noch untersuchen? Nee. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit Guild Wars 2 Lebendige Welt, Staffel 4, Episode 4. Und ja, im Großen und Ganzen hat mir das sehr Spaß gemacht.
Und werden wir mal sehen, wie dann die nächste Episode so anknüpft. Was mit Blish ist, ob Blish jetzt wirklich tot ist, ob die ihn wirklich jetzt tot lassen oder ob er nochmal wiederkommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn nochmal wiederholen. Oder was überhaupt auch mit Taimi passiert. Taimi hat ja gesagt, sie wird noch den Kampf gegen Kalkatorik und das Ganze drumherum wird sie noch quasi mitmachen. Was danach ist, das wird halt nicht erzählt, ne? Ob die dann da verreckt, dann zum Golem wird oder einfach tot bleibt. Was mit Irene passiert, wenn sie jetzt den Platz von Kalkatorik einnimmt, wird sie erstmal böse? Können wir wieder auf die gute Seite zehren? Oder was passiert mit ihr? Das sind alles so offene Fragen, die super spannend sind und die perfekt für so ein Add-on auch sind. Müssen wir mal sehen. Zumindest dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bei der nächsten lebendigen Weltepisode und ich gehe mal davon aus, dass wir sie entweder Richtung Weihnachten erleben werden oder vielleicht erst im nächsten Jahr. Aber mal sehen. Bis dahin, haut rein. Tschüss.